Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Ich wäre ziemlich traurig, wenn ich mein erstes Lab nicht mit dir spielen kann. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann lass es. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du du bist. Okay. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Fëanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Eine Horde von Ogern, gefährlich und groß. Doch Fëanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte! Ihr müsst also die Bardin Alexandra sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung. Denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Hymne verdoppelt Fëanors nächsten Angriff. Flammklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Zwei Schaden.
Beute! Oh, cool! Ich habe einen magischen Angriff! Komm, wir gehen weiter! Du hast da wohl was fallen lassen, Diane. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen. Was ist hier passiert? Weitere Überlebende! Seid ihr der Schankwirt hier? Nein. Den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Feanor, hast du das gesehen? Das muss es sein! Es ist einer der Juwelen! Ja. Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient, geizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Ja? Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Ihr habt einen Monsterangriff überlebt. Ich denke, ihr habt euch ein paar aufs Haus verdient. Weiser als euer Alter vermuten lässt. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Ciao. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Sieh dir mal an, was ich in der Truhe gefunden habe. Nicht schlecht, Feanor. Eine Art Schlange? Sieht so aus. Müssen wir sie bekämpfen?
Na, warum denn nicht? Ich meine, sie ist schon ganz süß, oder? Was laberst du da? Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Die Schlangenglocke. Schlangen in Hörweite schlafen sofort ein. Tun wir so, als wäre es ein tiefes Geräusch. Schlangenohren sind im Gehörgang. Sie hören also nichts über... Nice! Mehr Beute! Warte! Was ist das? Sieht aus wie eine Drachenschuppe oder sowas. Vielleicht hat sie magische Kräfte. Wir sollten sie behalten. Ja! Bitte zweimal klopfen. Nur zu. Monster oder Mensch? Mensch! Herein! Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Okay. Die 13. fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle 6 von uns heute auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vor zu leben? Ich habe schon mal einen Überschlag gemacht. Niemals. Beweis es. Du kriegst einen Dollar, wenn du es schaffst. Als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Oh, wow. Steph sieht ja mega aus. Golems, Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph. Zaubersprüche. Echt niedlich, Steph. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Ja. Dafür brauche ich keine Warnung. Auf der Suche nach Erkenntnis? Sieh eine Karte. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch, der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt,
erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Nun, hier ist mein Teil der Abmachung. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Ich muss meine, Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Hallo? Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, das läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Juwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Wie wäre es mit etwas Gold im Austausch für deinen Rubin? Oh, du hast meine Aufmerksamkeit. Wie viel? 1 Gold. Was? Mehr nicht? Ich hau euch in Stücke! Hypnotische Fuge.
Alle Gegner sind gelähmt. Feuerwelle! 3 Schaden für dich, 1 für sie. Sorry. Das war's wert. Gelähmt von der Musik. Kann mich nicht bewegen. Furchtbare Dissonanz. 3 Schaden. Ein Schaden und du stehst für die nächsten 2 Runden in Flammen. Werfe Stein. 2 Schaden. Ich meine immer noch. Heilende Serenade. +1 Gesundheit für uns. 2 Schaden. Werfe Stein. 2 Schaden. Ich meine immer noch. Heilende Serenade. +1 Gesundheit für uns. 2 Schaden. Bleibender Schlag. Gelähmt. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Doppeltreffer. Zwei Schaden und du stehst für die nächsten 2 Runden in Flammen. Hier, guck, was ich hab. Oh mein Gott, das ist meine Mom. Thanor, der Monsterjäger, ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria, der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Was ist das? Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics. Es hat den Knauf und den gleichen Griff und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Aber setze es bitte nur für Gutes ein, um anderen zu helfen und so. Okay. Dürfte ich um ein Lied bitten? Damit sei die Prophezeiung erfüllt, in unendliche Macht ist Thanor gehüllt. Ha 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 ha
werde das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Gravius, Herrscher der Unterwelt. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren! Ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Wir sind so weit gekommen. Wir können ihn besiegen. Jetzt gib sie mir! Schriftrolle der Gewandtheit. Hypnotische Fuge. Zorniger Schlag. Gelähmt von der schönen Musik. Heilende Serenade. Flammklinge. Ergreifende Hymne. Flammklinge. Feuerring. Ah, Mist. Verflucht sei dieses Feuer. Heilende Serenade. Ich beschwöre die Höllenwut. Tod allen, die sich mir widersetzen! Heilende Serenade. Flammklinge. Schriftrolle des Vorteils. Heilende Serenade. Flammklinge. Verstimmter Akkord. Vulkanflamme. Du stehst jetzt in Flammen. Flammklinge. Heilende Serenade. Passiert ist. Der letzte Kampf war episch. Ja, aber das Beste war, als wir... Scheiße. Gabe ist tot. Gabe ist tot wegen mir. Es ist meine Schuld. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ethan? Hör mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür. Okay. Charlotte? Hier drüben!
Hey. Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Ganz ehrlich, am Ende hatte ich, glaube ich, genauso viel Spaß wie er. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Mir geht's gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das kann ich mir vorstellen. Sich für eine Zeit von Ethan zu verabschieden. Der Laden, das ganze Frühlingsfest. Ich bin immer hier, falls du über irgendetwas reden möchtest. Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Charlotte, ich sehe das etwas... Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Das war nicht okay. Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Ryan, es ist deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Gay, es ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, um mich dann zu verlassen? Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Was stimmt nicht mit mir? Ich darf diese Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Du bist wütend auf Ethan.
Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alex. Charlotte. Charlotte. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Nichts davon macht dich zu einer schlechten Mutter. Ganz gleich, was du fühlst, du gibst Ethan immer das, was er braucht. Und nur das zählt. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Und ich wünschte, ich wär's auch. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Ich kann das. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Was würde das mit ihr machen? Und mit mir? Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Okay. Ist bei dir alles okay? Ja. Ja, ich denke schon. Scheiße. Bin ich ausgerastet? Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Es ist echt okay. Ich bin ein großes Mädchen. Ich komme mit sowas klar. Ich habe meine Skulptur zerstört. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Ich meine es ernst. Mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. Okay, okay. Pass auf. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und?
Wie lief die Sache mit Charlotte? Es war intensiv. Aber ich denke, es wird ihr gut gehen. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie ich überhaupt darüber reden soll. Es ist okay, wirklich. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex... Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das sollte ich mir wohl anhören. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Ja, okay. Hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay? Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Er ist tot, verdammt. Fuck it. Ich muss mir das nicht geben. Ich sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Dieser Wichser dran zu kriegen. Gabes Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Lena, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lena, Haven ist ihr Gebiet, Diane. Es ist ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Reas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rhea, was immer es auch ist, es wert war, unsere Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Rhea wurde verdeckt ausgelöst. An diesem Abend gab es eine zweite Explosion? Was hat Lena gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten. Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sagt mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um eine in ihrer alten zu verheimlichen? Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie
haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen.